Sagst du an? Lass erst mal. Du. So, hallo Leute. Tony Nörzen wieder hier mit am Start beim Let's Play von Catherine. Hier mein Kollege Knefsen. Und wir spielen heute, wie schon gesagt, Catherine. Da geht's um den Kerl namens Vincent, der wohl hier ein bisschen Frauenprobleme hat. Also er ist mit einer anderen Catherine mit K verlobt und dann kommt halt eben noch diese Catherine mit C ins Spiel und dann wird alles ganz wild und durcheinander und das werden wir dann jetzt im Laufe des Spiels dann auch mal sehen. Ich gehe einfach mal direkt hier ins neue Spiel rein. Die europäische Version kam über Deep Silver hier raus am 10. Februar 2012, glaube ich, ist also schon ein bisschen länger her. Vorher gab es auch schon über Atlus, also die sind auch die Entwickler und haben es auch vorher schon außerhalb von Europa gepublished und ich habe eigentlich die Version von Atlus selbst. Nein, das Intro schon. Ja. Und okay, ich lasse jetzt einfach erstmal das Intro laufen und dann erzähle ich noch ein bisschen, weil da gibt es noch eine schöne Geschichte zu der Special Edition von Catherine. Jawohl. Okay. Okay, dann wissen wir direkt schon, auf was wir uns einlassen, glaube ich. Was? Dieser Afro, Alter. Ja. Also es gibt da auch verschiedene Enden. Als ich das damals schon mal durchgespielt habe, habe ich ein relativ gutes Ende gehabt, glaube ich. Wie viele Enden gibt's? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also es sind, glaube ich, auf jeden Fall mehr als zwei. Also es gibt ein total beschissenes Ende und es gibt ein total gutes und irgendwie noch ein paar dazwischen. Und das ist jetzt die Catherine mit K. Oh, genau. Okay. I had to work early this morning. Ich finde den Soundtrack sehr cool. Ja, ich auch. Ist aber nicht Englisch, oder? Was ist das für eine Sprache? Es ist. Es ist ein, wahrscheinlich ein Mix aus Japanisch und Englisch, also. Ja, also hauptsächlich Japanisch und dann manchmal sind da englische Wörter und teilweise auch Sätze mit reingeschmissen. Ja,
Und für die, die sich mit Anime so ein bisschen auskennen, der Titeltrack hier jetzt erinnert mich so ein bisschen an Samurai Champloo. Das hat auch so ein Hip-Hop-Opening. So, jetzt geht's ja auch schon direkt los. Es gibt zwei verschiedene Gameplay-Elemente in dem Spiel. Das ist jetzt sozusagen der Rätselteil vom Spiel. Und dann gibt's noch den Adventure-Teil. Da bewegt man sich dann in so einer Bar und kann dann mit seinen Freunden und anderen Besuchern reden. Da hast du dann später noch mehr, was das überhaupt bringt, mit denen zu labern. Das hat nämlich schon einen Sinn. Klingt einleuchtend. So, jetzt erstmal hier das Tutorial. So, also ganz einfache Steuerung. Auch sehr direkt, immer einfach auf die Kisten zulaufen und dann klettert er schon von alleine hoch, wenn er es kann. Also man kann keine zwei Blöcke auf einmal erklimmen. Also ich könnte die jetzt noch ziehen, aber das kommt jetzt erst noch im Tutorial. So, jetzt, wenn ich mit X die Blöcke pack und dann halt in die entsprechende Richtung ziehe, kann ich den Block halt dann eben verschieben oder ziehen. Es gibt übrigens, wer ein Smartphone hat. Das ist richtig. So, die Leben sind ja sehr wichtig. Wer ein Smartphone hat, der könnte sich... Man muss manchmal vorsichtig sein, dass man nicht zu hektisch in eine Richtung drückt, wenn man sich eigentlich nur umdrehen will, sonst klettert er gleich hoch. Wer ein Smartphone hat, der kann sich... das heißt Robo 5, glaube ich, kann sich das holen, da... ist es nämlich auch so wie in dem Spiel, da musst du halt dann hier Blöcke verschieben und hochklettern. Also ich denke mal, die haben sich das da sehr schön von dem Spiel hier abgeschaut. Und es funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Hier kann man Münzen einsammeln. Es geht dann alles am Ende in die Wertung ein. Ah, ist aber gleich oben, oder? Gleich ist er oben. Genau. So, hier hört man jetzt die Glocken, die ertönen, wenn man fast am Ende ist. Jetzt sagt das auch noch. Anyway, we hope they can
Ja, im schweren Modus kann man dieses Undo übrigens nicht machen. Das heißt, da muss man dann aufpassen, wie man die jetzt. Immerhin Silber. Und die erste Trophäe. Optimal. Sehe ich die Trophäennamen auch endlich mal auf Deutsch? In der anderen Version standen die dann auf Chinesisch oder so da. So, müssen kurz stoppen. Gut, jetzt kommt nämlich dann hier der andere Part vom Gameplay. Vielleicht kann ich das gerade pausieren. Ah, doch, hier Pause. Okay, gut. Dann sehen wir uns gleich wieder.